Wann funktioniert eine vorgesetzten Beurteilung? Sie funktioniert in einer angstfreien Atmosphäre. Das ist der Grundgedanke. Eine angstfreie Atmosphäre. Das heißt, der Mitarbeiter muss angstfrei in der Beurteilung auch mal Dinge schreiben dürfen, wo er sich denken kann, das liest der Vorgesetzte jetzt vielleicht nicht so gerne. Angstfreie Atmosphäre. Passive Kritikfähigkeit des Vorgesetzten. Ja, was war das nochmal? Passive Kritikfähigkeit des Vorgesetzten war die Fähigkeit des Vorgesetzten, auf Kritik sachlich zu reagieren, nicht auf der Beziehungsebene verletzt zu sein und zu sagen, pass mal auf, das zahle ich dir jetzt zurück, diesen kleinen Schmerz, den du mir dazugefügt hast, zahle ich dir zurück, sondern tatsächlich den sachlichen Kern herauszufiltern und darauf entsprechend angemessen reagieren zu können, gegebenenfalls auch sein Verhalten zu ändern. Das ist Souveränität. Das ist schwer. Es ist schwer, sich selber zu ändern. Was noch? Vorher braucht es eine umfassende Information. Also wenn man eine Vorgesetztenbeurteilung einführt, erstmalig neu im Unternehmen, dann muss man den Mitarbeitern schon erklären, um was es jetzt hier geht, was das Ganze soll. Das Ganze anonym machen, beziehungsweise eine externe Auswertung. Ja? Also die Beurteilungsbögen, die ausgefüllten, bekommt der Vorgesetzte gar nicht in die Hand, sondern gehen zu einer externen Auswertungsstelle, damit er nicht irgendwie was unterschlägt. Das Ganze ist natürlich nur dann sinnvoll, wenn die Abteilung größer ist. Ne? Dann ist das nicht sinnvoll. Aber wenn die Abteilung größer ist, wenn es mehr Mitarbeiter sind, sagen wir mal 30, 40, und alle 30, 40 Bögen gehen in die externe Auswertung. Ja? Der Vorgesetzte kriegt da erstmal gar nicht die Finger dran, sondern alles geht in die externe Auswertung. Sonst kann er, wir hatten gerade den Gedanken, bestimmte Dinge unterschlagen.